Ein herzliches Grüß Gott zu unseren Heimatgeschichten. Jede Woche erkunden wir für Sie eine Gemeinde in unserem schönen Oberbayern. Diese Woche sind wir 40 Kilometer südwestlich von München in der Gemeinde Diessen. Der Markt Diessen ist ein anerkannter Luftkurort und schon immer ein Anziehungspunkt für Urlauber und Erholungssuchende. Wir waren natürlich im berühmten Marienmünster mit diesem faszinierenden Hochaltar, waren in einer Kreuzel- und Bettermacherei und in einer ganz besonderen Pferdeklinik. Seit dem 11. Jahrhundert gibt es in Diessen die Tradition der Hafner. Wissen Sie, was das ist? Ein Töpfer. Ein Diessener hat hier viel geforscht und eine sehr bekannte Keramikwerkstatt aufgebaut. Er wird auch Vater der Diessener Keramikforschung genannt, Ernst Löschel. Seit seinem Tod im Jahre 2010 führt die Familie den kleinen Betrieb und das Museum weiter. Und da treffen wir jetzt seinen Sohn Wolfgang Löschel. Wolfgang, das hier ist also das Museum. Was habt ihr hier alles ausgestellt? Ja, das Wichtigste, was wir hier ausstellen, das sind die Funde aus einer sogenannten Werkstattbruchgrube. Das ist eine Abfallgrube eines Hafners, so hießen die Keramiker im 17. Jahrhundert. Und wir befinden uns hier auch auf einem alten Hafneranwesen. Im 17. Jahrhundert gab es hier zwei Töpfer, Wilhelm Rauch und Andreas Erndl. Und was denen kaputt gegangen ist, haben sie Gott sei Dank im Garten in Abfallgruben vergraben. Und das war die Möglichkeit, dass wir das finden konnten. Und das habt ihr wirklich durch Zufall wieder gefunden? Das ist reiner Zufall gewesen. 1938 hat mein Großvater das Grundstück hier gekauft. Die haben dann nach dem Krieg eine Keramikwerkstatt eröffnet. Mein Vater und mein Großvater wussten aber nicht, dass es ein altes Hafneranwesen ist, sondern das hat sich beim Graben im Garten automatisch eingestellt. Immer wieder kamen Scherben raus. Bis dann eines Tages eine richtig große Abfallgrube entdeckt wurde. Und dann war es klar, dass es sich um Produktionsabfall handelt. Mhm. Ist ja interessant, dass genau die richtigen Personen das gefunden haben. Das war eine schicksalhafte ja, Fügung. Das hat sogar dazu geführt, dass ich es dann zu meinem Beruf gemacht habe. Ich habe natürlich als junger Bursche, so alt wie mein Enkel jetzt ist, das miterlebt, diese ersten Ausgrabungen hier. Das war wie Schatzsuche. Und ich wollte es dann aber beruflich machen, habe dann in München Volkskunde studiert und habe dann begonnen, über die historische Keramik in Diessen zu arbeiten und konnten das alles genau erforschen, wo, auf welchen Häusern die Keramiker waren, wie die hießen, wo die herkamen. Und das ganz Verblüffende und Überraschende und für die deutsche Keramikgeschichte wirklich Interessante und Wichtige ist, dass man in Diessen Fayencen produziert hat. Das ist eine ganz spezielle Art von Keramik, eine weiße Grundglasur, in die dann mit blauer und brauner, gelber und grüner Farbe gemalt werden konnte. Und die Fayencen waren in Europa ab dem 15. Jahrhundert erst einmal der Ersatz für das chinesische Porzellan, das man ja noch nicht produzieren konnte. Er konnte das Porzellan erst ab 1710. Vorher gab es in Europa und eben auch im oberbayerischen Diessen Hafnerwerkstätten, die Fayencen produziert haben. Und Diessen ist der einzige Ort in ganz Deutschland, in dem jetzt so eine Produktion aus dem 17. Jahrhundert archäologisch und durch Archivalien nachgewiesen werden konnte. Sehr hochinteressant. Toll. Und da können wir jetzt hier noch ein bisschen was anschauen. Jetzt gehen wir mal in den zweiten Raum, ja. Was da noch ist. Ja, also die Hafner in dieser Zeit, im 17. Jahrhundert und vorher, seit dem Mittelalter, die waren ja zuständig, um das alltägliche Gebrauchsgeschirr für die gesamte Bevölkerung zu produzieren. Die haben neben den Fayencen auch einfache Geschirre gemacht. Und eine große Spezialität eben bei den Fayencen waren die Apothekergefäße. Und das ist das, was wir hier in der Etage sehen. Das ist kein Puppengeschirr, sondern das sind die sogenannten Salbenabgabegefäße. Also in den kleinen Töpfen hat man sich die Salbe mit nach Hause genommen und in den großen war es in der Apotheke in den Magazinen gestanden. Spannend, okay. Gehen wir mal hier rüber.
Das sind also auch alles Fundstücke von dort, das von hier? Das ist alles noch aus dieser einzigen großen Werkstattbruchgrube. Die haben alle Nummern. Das ist die Werkstattbruchgrube Nummer 15. Und der in der Mitte hier, das ist jetzt mal ein Exemplar, wo wirklich alle Scherben vorhanden waren. Deswegen konnte man den auch restaurieren lassen. Und wir sehen an diesen wenigen Exemplaren schon, dass da standardisierte Muster verwendet wurden. Der Vogel kommt immer wieder vor. Und ganz typisch der Granatapfel. Mhm. Und das hier, was so tulpenartig aussieht, ist auch eine Granatapfelblüte. Der Granatapfel kommt auf den Krügen in x Variationen vor. Und zwar, weil er in der Barockzeit ein Symbol für Jesus Christus und Maria ist. Diese berühmten Marienkrüge, die hier produziert wurden, die haben auch was mit dem Marienkult hier am Ort zu tun. Kirche ist ja Maria Himmelfahrt geweiht. Und diese Fayence-Malerei, die macht ihr hier auch heutzutage noch? Also das war die Initialzündung, um diese Technik wieder aufzugreifen. Mein Vater hat in den 50er und 60er Jahren ganz anders gearbeitet. Ah, der war Werkbundmitglied, der hat mit Architekten zusammengearbeitet. Und durch die Ausgrabungen hat er sich dann mit der historischen Keramik beschäftigt. Und zwar so intensiv, dass er zum Vater der Dissener Keramikforschung wurde. Man hat ihn so betitelt, weil er sich intensiv auch in Forscherkreisen damit beschäftigt hat. Und er konnte dann auch schon relativ bald nachweisen, was das für eine Bedeutung hat. Und ich habe es dann eben in Form meiner wissenschaftlichen Arbeit ergänzt und weitergeführt. Mhm. Die Fayence-Malerei ist sehr kompliziert. Das werden wir dann später unten noch sehen. Wir machen es ja heute wieder, weil wir uns eben dafür interessiert haben. Und wir konnten durch die vielen Funde auch diese ganze Produktion des 17. Jahrhunderts mehr oder weniger rekonstruieren. Der Witz ist, dass hier in eine weiße Glasur mit dem Pinsel gemalt wird. Das zeigen wir jetzt dann gleich. Und jeder Strich, der da ausgeführt wird, der ist nicht mehr zu korrigieren. Ach, also der sitzt. Das ist wie, wenn man mit dem Pinsel auf dem Löschpapier malt, dann zieht der Untergrund sofort die Farbe an sich. Okay, schauen wir uns doch das gleich mal an. Wir gehen runter, machen aber erst eine kurze Unterbrechung. Bleiben Sie dran. Wir sind in Dießen am Ammersee. Der Ort ist immer noch bekannt als wahre Künstlerkolonie. Heute besuchen wir die Keramikwerkstatt der Familie Lösche. Wolfgang Lösche mitsamt Enkel führen mich jetzt zur Kunst der Fayence-Malerin Claudia. Also Claudia, Was ist da das Besondere an dieser Fayence-Malerei? Um Gottes Willen, jetzt bringe ich dich wahrscheinlich voll aus dem Konzept. Nein, das Besondere daran ist, dass man eigentlich direkt in die Glasur malt, in die ungebrannte Glasur. Und dadurch, das ist eigentlich wie wenn ich auf Aquarellpapier male, das zieht sofort ein. Und ich darf mir eigentlich keinen Fehler erlauben. Ich kann das nicht ausbessern. Wirklich, dann musst du den Teller wegschmeißen, wenn jetzt irgendwie... Also wenn ich jetzt einen kleinen Tropfen, dann kann ich ganz vorsichtig rauskratzen. Mhm. Aber eigentlich sollte man sich keinen Fehler... Wow, aber wie du das aus einem Schwung da so raus... Also seit wie vielen Jahren machst du das denn schon, dass du das so gut kannst? Ich habe gelernt, Glas- und Porzellanmalerin. Und habe aber von Anfang an bei Keramikern gearbeitet. Ich war 4 Jahre am Tegernsee. Und hier bin ich jetzt schon fast 20 Jahre. Echt? Ja. Und bist hier jeden Tag am Malen? Oder wie? Nein, ich komme einmal in der Woche. Und das heißt aber, das ist ja jetzt gar nicht blau. So sieht es doch aus, wenn es fertig ist. Genau. Das wird praktisch, die ganzen Farben verändern sich. Also gelb ist das Einzige, was gelb bleibt. Dieses Rot wird grün. Ach, warum ist das denn so? Das sind die Farben. Das ist Kupfer. Das sind Metalloxide, die sich praktisch beim Brennen, das sind die einzigen Farben, die diese hohe Temperatur aushalten. Also das ist dann Kupfer, Antimon, Mangan wird braun und das ist Kobalt. Und das ist das dann, Kobalt, was so blau wird? Genau, das Kobalt wird so blau. Und es gibt also so ganz typische Formen, und die immer wieder vorkommen. Das sind jetzt hier diese typischen Muster, die man hier ausgegraben hat, die sie praktisch im Museum, wie man die sieht, also diese Vögelchen, Granatäpfel, Spiralen. Das heißt, du hast dich an den alten
Zeichnungen orientiert dann? Genau. Das. Oder hat es dann Vorlagen? Da gibt es Vorlagen. Man hat ja das alles aufbewahrt. Unglaublich, wie du das so akkurat jetzt da so hinkriegst und auch noch nebenher mit mir, mit mir ratscht. Das ist ja Wahnsinn. Aber das ist ja, das macht bestimmt, ist schön meditativ hier, oder? Für dich? Ja, das ist es. Und tust du es dann auch brennen oder wie geht es weiter? Nein, ich setze es dann in den Ofen. Mhm. Okay, aber das heißt, wenn es drinnen ist, kommt dann nochmal eine Glasur drüber? Oder nein, irgendwas? Das ist die Glasur. Das ist die Glasur. Genau, ich zeige es mal an meinem Schirm. Ja, dass man mal den Unterschied sieht nochmal. Ah ja, da hinten, okay. Das ist praktisch der Scherben. Das geht alles ab. Also, und da ist jetzt diese weiße Glasur drauf. Ach, das ist diese dünne Schicht. Und auf die male ich praktisch drauf. Aha. Und das wird dann beim Brand. Kriegt es diesen Glanz? Kriegt es dann den Glanz. Mhm. Genau, dann schmilzt die Glasur praktisch aus. Mhm. Ganz schön. Ja, super. Also lass dich mal noch ein bisschen malen und wir schauen noch mal ein bisschen zu, wie du das machst. Danke. Ganz, ganz toll. Ich bin beeindruckt. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war es hier von Keramik Lösche aus Diesen. Wiederschauen.